Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. Wir sind hier gerade in einer Goblin-Höhle gefangen und müssen jetzt irgendwie den Druiden befreien, beziehungsweise ihn zu einem Frosch verwandeln. Und dazu muss er einen Vollmond sehen. Deswegen benutzen wir erstmal den Eimer mit dem Druiden. Ich habe total vergessen, dass wir den Eimer Kann haben. Kann ich bitte diesen Eimer über deinen Kopf stülpen? Warum? Hast du so etwas wie einen Plan? Jawohl, ich habe einen Plan. Ja, einen Plan. Außerdem kann er sich ja eh nicht wehren, wenn wir ihm einfach den Eimer über den Kopf ziehen. Dann benutzen wir das Brandeisen mit dem Druiden. Und zack, haben wir Froschman. Ich verstecke mich besser, bis er zurückkommt. Ich werde den Ring anziehen. Die Batterien scheinen leer zu sein. Du und besser die anderen. Oh, meine Güte. Vielleicht. Da gehe ich nicht hinein. Versteck dich da drin. Au! Extreme Akupunktur. Ich glaube, mein Heuschnupfen ist geheilt. Ich komme jetzt rein, also Blümchen mal. Aha. Ich kann niemanden sehen. Nein, hier drin ist niemand. Hinter dir! Was? Oh. Nicht sehr witzig. Zur Strafe wirst du eine Woche lang abwaschen. Bitte nicht, Captain! Gnade! Wir brauchen dringend einen neuen. Ich habe das gehört, Captain. Tage verstreichen. Da ist er ja, unser Froschfreund. Ah, ich kann jetzt auch wieder. Das war ganz schön heiß. Ich brauche einen Drink. guck mal hier. Der Frosch hat uns eine Säge mitgebracht. Mit der wir uns wahrscheinlich jetzt... Benutze Säge mit Gitterstäbe. Wie auch immer der Frosch jetzt an eine Säge gekommen ist. Und warum sich auch immer die Gitterstäbe so leicht aufsägen lassen. Aber... Wir haben jetzt eine Tür und kommen jetzt wahrscheinlich zu dem... Ah, nee, hier drüben kommen wir raus. Ich dachte zu dem einen Auge. Aber das heißt ja, dass wir jetzt den Druiden im Dorf besuchen können. Moment, das war falsch. Das Haus mit den ominösen Kräutern gehört hat. Ihr wisst, welches Haus ich meine. Und ihr wisst, welche Kräuter ich meine. Och, Simon, bitte. Und zwar das hier. So, hinein mit dir. Hallo, ganz rein. Es ist immer so... Willkommen in Naismith, der Apotheker-Taverne. Ihre Nummer 1 für Liebestränke, Allheilmittel und Dreh. Oh, du bist es. Ich dachte, ich schau mal rein. Ich habe einen wichtigen Auftrag. Helfen Sie mir? Quack, quack, hey, du Froschmann. Ich habe einen wichtigen Auftrag. Helfen Sie mir? Wie wär's mit ein paar kostenlosen Tränken als Dank für meine Rettung? Das wäre nett, doch. Das wäre nett, doch. Okay, ich habe einen ganz besonderen Trank für dich vorbereitet. Es ist aber ein Sammlerstück und du darfst ihn nur im äußersten Notfall benutzen. Was genau bewirkt er denn so? Was genau bewirkt er? Ich weiß nicht. Er kommt aus einer anderen Dimension. Einer meiner Kollegen hat ihn mir mitgebracht. Er ist inzwischen pensioniert worden, der Arme. Er kam zurück und erzählte nur noch von Hasen und Teepartys und solchem Zeug. Sehr seltsame Angelegenheit. Ich nehm's. Eine Bedingung hätte ich aber noch. Ah, das übliche Kleingedruckte. Aha, das übliche Kleingedruckte. Wenn du den Trank haben willst, musst du mir erst etwas besorgen.
Ich brauche ein bestimmtes Kraut, um meinen Zustand als Frosch kontrollieren zu können. Es heißt Froschfluch. Meine Quellen besagen, dass es nur an einem Ort namens Schädelinsel gefunden werden kann. Wenn du es findest, kannst du den Trank haben. Haben wir ein... Haben wir ja dabei. Das heißt... Hol's, Fröschchen. Das heißt, wir können dem Frosch beziehungsweise dem Druiden helfen. Danke. Ich glaube, du willst jetzt den Trank haben. Bitte sehr. Ich trenne mich aber nur ungern davon. Dafür trenne ich mich nur ungern vom Froschfluch. Ich verstehe. So, wir haben einen Trank. Schau den mal an. Da steht, trink mich drauf. Was sagst du uns zu dem Trank? Hallo. Nun, man sieht sich. Und tschüss. Also kannst du mir nichts zu dem Trank sagen. Halt, ich kann ja auch einfach per Schnellreise jetzt nochmal zur Drachenhöhle. Denn jetzt können wir... Hätten wir eigentlich auch schon früher machen können. Kann ich... Moment, ich würde gern... Kann ich auch hier vorbei? Nein, da komme ich nicht rüber. Wir haben so viel Zeug im Inventar. Warum ist unser Inventar so voll? Aber wir müssten doch... Können wir... Da, genau. So, hier rüber. Ich konnte dem Schneemann aus dem Weg gegangen. Was haben wir denn? Ach, guck mal, das sieht auch aus, als ob da jemand erfroren wäre oder so. Hier habe ich aber nichts auf dem Screen, nein. Das heißt, wir gehen weiter. Siehst auch aus, als ob du... Kann ich? Wo ja. Starrst du hin, Junge? Du kannst sprechen? Gib dem Jungen eine Zigarre. Gib dem Jungen eine Zigarre. Das ist verblüffend. Das ist verblüffend. Nein, es ist nur Magie. Kennst du irgendwelche Magie? Ich bin ein mächtiger Zauberer. Welche Art Magie? Welche Art Magie? Nur der normale Kram. Es gibt viele Arten von Magie um uns herum. Und darum ist es so kalt. Die Magie hat sich verändert und hat sich in einen fortwährenden Winter verwandelt. Kennst du... Ich bin ein mächtiger Zauberer! Ich bin ein mächtiger Zauberer! Du musst ja eine Menge über Magie wissen. Kennst du irgendwelche Magie? Nun, ich habe vereinzelte Wörter aufgenommen. Ich kann mich nicht erinnern, wofür sie stehen. Erzähl sie mir! Schieß los! Erzähl sie mir! Das wird teuer, fürchte ich. Scheinbar muss ich immer nur Botengänge erledigen. Jeder hat so seine Qualitäten. Was willst denn du? Schau dir diesen rosa Fleck an. Oh ja? Er ist gemalt. Oh ja? Es bedeutet, dass mich dieser Schuft von Holzfäller heute noch fällen wird. Das, macht mir nichts. Du gäbst eine schöne Stütze ab. Was verlangst du, soll ich damit tun? Und was verlangst du, soll ich damit tun? Du könntest die Farbe entfernen. Was ist das wert? Wenn du das für mich tust, verrate ich dir einige magische Wörter. Das klingt fair. Okay, das klingt fair. Vielleicht bekommst du beim Händler in der Stadt etwas Terpentin. Okay. Beeil dich aber. Ich bin schon unterwegs. So, haben wir ja tatsächlich dabei. Wir haben den weißen Geist, den wir mit dem rosa Fleck benutzen können. Das ist ja Alkohol. Und Alkohol reinigt ja. Von innen heraus, wenn ihr wisst, was ich meine. Zack, zack, zack. So, Baum. Ich hab dich sauber gemacht. Jetzt brauchst du nicht mehr zu duschen.
deine Probleme sind gelöst. Ich bin dir ja so dankbar. So, und jetzt zu den magischen Wörtern, okay? Aber Vorsicht, ich weiß nicht, was sie bewirken. Was ist denn das? Simsalabim, Hokus Pokus, Abracadabra und Würstchen. Würstchen? Jo, das ist ein äußerst mächtiges Wort. Langsam glaube ich, ich werde verschaukelt. Immerhin werde ich nicht mehr gefällt. Hat hier irgendjemand rosa Farbspray? Oh, wow. Auf jeden Fall haben wir jetzt die magischen Worte. Und mit den magischen Worten können wir uns hier mit der Hexe anlegen, denn wir wollen den Besen haben, den sie hat. Hallo, öffne. Rein. Das war mein WhatsApp, Entschuldigung. Ja, bin ich dabei. Wobei, worum kämpfen wir? Worum kämpfen wir? Mein Besenstiel gegen dein Leben. Bist du sicher, dass diese Bedingungen fair sind? Willst dich wohl herausmogeln, was? Ich hab keine Angst vor dir, alten Schrulle. Ich habe keine Angst vor dir, alte Schrulle. Pass auf! Richtig! Ich bestimme die Regeln. Erstens, kein Gemüse oder Gestein, nur Tiere. Zweitens, keine Drachen. Drittens, keine Mogeleien. Noch Fragen? Was muss ich genau machen? Kennst du keine Zaubersprüche? Natürlich kann ich. Dann wirst du es bald kapieren. Fertig? Ich mach mir langsam Gedanken. Okay. Okay. So, Simon, bist du bereit? Simsalabim, Hokus Pokus, Würstchen, Abracadabra. Was zum Teufel soll ich denn tun? Ich habe nichts zu verlieren. Hokus Unentschieden. Mist. Abracadabra. Abracadabra. Es steht 1-0 für mich. Simsalabim. Es steht 1-1. Wow. Simsalabim. Es steht 2-1 für mich. Simsalabim. Es steht 3-1 für mich. Ich gewinne. Mist. Ich gewinne. Es ist quasi... Das ist einer für die Hexen. Nun, was ist mit dir? Huh? Ich mache mich leise aus dem Staub, wenn's dir passt. Und komme nie wieder. Hast du ein Glück, dass ich schon gegessen habe? Ah, Mist. Mist, da müssen wir das nochmal versuchen. Ich hätte sie nehmen können. Ich hab gedacht, dieses eine Mal lässt du sie. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Hallo, rein. Simon. Okay, fuck. Okay, runzlige alte Tante. Ich bin zurück. Du willst Revanche? Was? Und ob, letztes Mal hattest du nur Glück. Letztes Mal hattest du nur Glück. Ist gut. Ich habe mir sowieso schon überlegt, ob ich dich überhaupt gehen lasse. Fertig? Okay. Ich mache mir langsam Nein, so meine ich hab, Gedanken ich hab mich verklickt. Zu spät. Okay, gut. Wir können trotzdem anfangen. F-
Fangen wir mit Hokus Pokus an. Pokus. Okay. Es steht 1-0 für mich. Simsalabim. Es steht 1-1. Wow. Pokus Pokus. Unentschieden. Pokus Pokus. Mist. Es steht 2-1 für mich. Simsalabim. Es steht 2-2. Wow. Soll ich mal... Würstchen. Es steht 3-2 für dich. Wow. Gut gemacht. Heißt das, ich gewinne? So ungefähr. Nun weißt du... Ich habe gewonnen. Ich nehme dann schnell meinen Preis und verschwinde. Ich hab das Gefühl, sie will uns nicht gehen lassen, oder? Nun, wer hat gewonnen? Keine Drachen? Habe ich gesagt, keine Drachen? Ich glaube, das hattest du erwähnt. Ich gebe dir die Chance, dich zu verteidigen. Sonst wäre das nicht gerade fair. Abracadabra. Abracadabra. Eine Maus. Und hinaus durchs Mauseloch. Das muss mein Glückstag sein. Außer, dass ich eine schreckliche Sehnsucht nach Käse habe. Gut, dann ganz schnell hier runter von der Karte. Rückverwandelt. Okay, sehr gut. Freunde, ich würde sagen, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.